Hallihallo und willkommen zu einem neuen Autovlog. Es hat jetzt schon ewig keinen Autovlog mehr gegeben. Ich glaube, das ist jetzt bestimmt schon ein halbes Jahr her. Ja, was gibt's zum Berichten? Eigentlich viel und doch nicht viel. Also auf jeden Fall bin wieder berufstätig. Ich war ja ein halbes Jahr lang auf Kurzarbeit, dann ein weiteres halbes Jahr arbeitslos. Dann habe ich mir überlegt, ob ich mich selbstständig machen soll mit einem Dampfershop. Aber dank Corona nicht möglich. Ein Lockdown nach dem anderen. Dass ich Unterstützung vom Arbeitsamt gekriegt hätte, das wäre jetzt dann so oder so bald verfallen. So dass ich jetzt einen Job angenommen habe über eine Zeitarbeitsfirma. So, ich bin eigentlich kein Freund von Zeitarbeitsfirma. Ich war bis jetzt fast immer direkt angestellt. Ich war einen Monat lang mal über Zeitarbeit zur Überbrückung. Ja, neue Erfahrung für mich, weil es ist keine Ahnung. Fühlt sich halt nicht wirklich so sicher an, so ein Job über Zeitarbeit. Man weiß halt nicht, was ist, wenn vielleicht irgendjemand, wo jetzt aktuell krank ist, wieder zurückkommt oder wenn irgendjemand aus dem Urlaub zurückkommt, ob man dann noch bei der Firma arbeitet, wo man aktuell eingesetzt ist, ich habe keine Ahnung. Aber man auch feststellen müssen, man kriegt eigentlich außer über Zeitarbeit kriegt gar keine Jobs. Also mal zumindest nicht übers Arbeitsamt. Die haben vom Arbeitsamt ja relativ viele Vorschläge gekriegt. Aber von den Vorschlägen, ich sage jetzt einfach mal, 98% Zeitarbeitsfirma. Ja, und so bin jetzt ich über Zeitarbeitsfirma untergebracht als Zerspannungsmechaniker, was sie eigentlich zuletzt da ausgeübt haben, was sie aber nie gelernt haben. Das war ja auch so ein Thema, dass mir überlegt haben, ob ich eventuell eine Umschulung mache zum Zerspannungsmechaniker, dass ich das wenigstens nachweisen kann. Da haben jetzt bloß euer Problem letztendlich damit. Ja, und das ist, dass sie nie das Programmieren gelernt haben. Wir haben viele Sachen gesehen und weiß ein paar Sachen, ein paar Befehle. Weiß jetzt aber nicht, ob das steuerungsübergreifend überall gleich ist und welche Steuerungen das es überhaupt gibt. Also da ist doch ein relativ großes Defizit da. So rein von Metallbearbeitung. Ich habe ja Kfz-Mechaniker gelernt, da ist als Kfz-Mechaniker schon ziemlich viel Stoff dabei gewesen. Wahrscheinlich nicht so umfangreich wie als Zerspannungsmechaniker. Ja, und das war jetzt halt die Überlegung, ob ich da eine Umschulung mache oder direkt halt wieder Arbeit anfangen. Und jetzt habe ich letztendlich Arbeit angenommen und hoffe mal, dass das gut geht. Das ist halt ja relativ unsicher, finde ich jetzt mal. Was ich jetzt aber auch ganz so tragisch finde, weil wenn es aus irgendeinem Grund nicht so klappen sollte, wie man das vorstellt. Also da ist da der Udo, ein A3, was ich mir angucken möchte. Beziehungsweise wo ich mir den Preis angucken möchte. Startgeil drin. Kann ich eigentlich die Kamera umstalten? Neue Kamera kann nicht umschalten, das heißt, ihr wartet geschwind. Gleich wieder da.
fahre da Hanne jeden Tag am Auto vorbei. Und die denkt mir immer, so ein großer 5er BMW, was ich jetzt fahre, brauche ich eigentlich nicht wirklich. Und der muss jetzt auch wieder demnächst in die Werkstatt und die Reparatur, die wird sündhaft teuer. So, es klingelt, Video beendet. So, jetzt kommt der Nachtrag zu meinem Video noch. Weil es so abrupt beendet war, ist durch einen Telefonanruf. Das ist jetzt wahrscheinlich ein zweiter Teil. Scheiße. Und ich habe jetzt aber keine Lust, dass ich das auf dem PC lade und dann auf dem PC zusammenstückle da und Katastrophe. Also, das sieht man mal. Vorteil ist, man kann Videos machen mit dem Handy. Man braucht kein besonderes Kamera-Equipment. Nachteil ist, wenn das Handy klingelt, dann ist die Videoaufnahme unterbrochen. Aber ich bin jetzt daheim. Ich habe jetzt, weiß gar nicht, wie weit ich euch vorher erzählt, ich habe ein Auto angeguckt, weil ich mir überlegt habe, ob ich vielleicht irgendein älteres, billiges Auto kaufe. Weil das, der BMW hier, der ist im Unterhalt recht teuer. Der ist teuer im Unterhalt vom Spritverbrauch, also Dieselverbrauch bin ich unter 7 Liter. 6, irgendwas, also da ist er echt sparsam. Steuern ist ein bisschen höher, dass das ein 3,0 Liter Diesel ist, aber dafür halt sehr günstig im Kraftstoffverbrauch. Aber das Problem ist halt, so großes Auto ist sehr teuer in der Reparaturkosten. Bei mir ist jetzt vorne links im Scheinwerfer Wasser drin. Da werde ich wahrscheinlich den Scheinwerfer setzen müssen. Der kostet alleine schon über 1000 Euro. Die Bremsscheibe allein hat da schon 700 Euro, glaube ich, kostet. Also im Unterhalt ist so ein Auto echt teuer. Aber sei es drum. Ich weiß jetzt nicht, was ich mache. Wahrscheinlich das Auto nochmal richten, nochmal TÜV machen und nochmal 2 Jahre fahren und mir dann in den 2 Jahren Gedanken machen, wie es weitergeht. Ob ich mir ein günstiges, kleineres Auto kaufe. So was Kleines. Das, was ich gerade angeguckt habe, das war ein Audi A3 Cabrio. Sieht echt nett aus. Aber ist halt auch schon alte Gurke. Baujahr 2009 und kostet 11.000 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ideal ist. Der ist ja älter wie meiner. Und doch noch so teuer. Aber ich habe noch gar keinen Vergleich. Ich weiß jetzt nicht, wie die normalerweise gehandelt waren. Ja, also, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, dass ich jetzt öfters mal wieder ein Video mache während dem Autofahren. Kommt Zeit, kommt Rat. Tschüss.